Tja, der Januar ist rum und das war nicht der schönsten einer, wobei ich habe hier extra noch mal ein paar ähm, Zeichen drin gelassen beim DAX Index in der Spitze, also wirklich vom höchsten Punkt zum tiefsten waren es etwas über 8%, insgesamt 2%, wenn man den Januar mal so sieht von Start bis Ende, also das ist noch einigermaßen überschaubar, kein Drama, was wir da gesehen haben. Und der Kurs geht nach oben, das ist für viele ein gutes Zeichen, ist es denn auch wirklich eins, müssen wir jetzt äh, damit rechnen, dass es jetzt durchstartet nach oben? Ich muss sagen, meine Freude ist, was das angeht, noch Verhalten. Warum? Weil das, was ich bisher sehe hier im DAX-Index, oder wir können nochmal auf den Future wechseln, da sieht man ein bisschen, dass auch außerhalb der normalen Börsenzeit. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber so richtig toll, so richtig im Sinne von, boah, was haben wir Bock zu kaufen, das ist es nicht. Das muss man wirklich sagen. Das ist doch noch sehr verhalten, was wir hier sehen und äh, dementsprechend noch nicht die super Einladung zum Kauf. Im Moment hat man den Eindruck, dass das, was wir hier als Gegenbewegung jetzt hier nach oben sehen, was ja sogar noch einigermaßen in diesen klassischen Korrekturbereich, das werden wir gleich noch ein paar Mal brauchen, 38 bis 61,8, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Aber ihr wisst, da sind wir bisher jetzt drin. Also das, was wir bisher in Anstieg gesehen haben, von der Höhe her ist alles okay aber von der Höhe her ist es noch nicht aussagekräftig im Sinne von, hm, Korrektur ist rum. Von der Form der Bewegung her ebenfalls noch nicht so super aussagekräftig. Das fängt schon damit an, dass viele Bewegungen eher dreiwellig aussehen oder eben in dieser fünfwelligen Überschneidung. Ich habe da so ein bisschen meine Vorbehalte, wenn ich ganz ehrlich bin und befürchte, wir haben noch mal die Chancen nach unten. Ich habe das ja im übergeordneten Video am Wochenende erklärt, es ist ja noch nichts passiert und selbst wenn der Kurs insgesamt dann eben doch noch mal ein bisschen runterkommt, wäre das überhaupt kein Drama. Das ist alles völlig noch in Ordnung, dürfen wir uns nicht drüber aufregen oder drüber ärgern. Jetzt gucken wir mal nach Amerika, wie sieht es denn da aus? Grundsätzlich ähnlich und zwar im Guten wie im Schlechten. Eigentlich hätte der Dow Jones schon niveaumäßig durchaus eine Situation gehabt, wo man sagen kann, ja gut, lass ihn doch jetzt mal nach oben kommen. Ich habe das hier oben gezeigt und ich muss mich daran erinnern, ich will euch das Bild häufig mal größer schalten, damit ihr es vielleicht noch besser erkennen könnt. Ich bin das so gewohnt, dass immer in diesem Vierfachbild, aber auf den Videos, gerade wenn ihr mobil unterwegs seid, ist es vielleicht ein bisschen einfacher groß. Erinnert mich in den Kommentaren immer wieder. Dann irgendwann gewöhne ich mich auch daran und dann mache ich das zumindest so gut ich kann immer wieder auch mal groß. Also, ihr seht das hier, das sind so die, die Levels, die wir hier drin haben. Die sind äh, erreicht worden. Insofern kann der Kurs nach oben gehen. Aber wenn ich mir das jetzt hier mal im Vier-Stunden-Chart angucke, also das ist die Abwärtsseite. Und das ist jetzt, das soll also jetzt die große Kaufoffensive sein, die den Markt wie wild nach oben prügelt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sieht typischerweise korrektiv aus. So ein Verlauf mit so vielen Kursüberschneidungen. Das lässt mich vermuten dass wir eine sehr große Chance, ihr seht, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, haben, dass das eben tatsächlich nur eine Gegenbewegung ist. Und wenn aufwärts Gegenbewegung ist und wir vorher relativ zügig runter waren, ja, warum nicht nochmal einmal zügig runter? Das ist immer noch nicht dann gleich das Verbot für die Longseite. Es ist durchaus realistisch, dass wir halt noch ein klein bisschen tiefer gehen, als wir bisher waren und müssen Zeit verlieren, vielleicht nochmal bis Februar rein in irgendeiner Form, wenn es dann unbedingt sein muss, auch noch bis in den März. Und dann können wir ja dann anfangen zu steigen. Aber das, was wir hier sehen, finde ich äußerst suboptimal. Hinweis: Schaut euch mal den Euro an, auf dieses Muster. Oder guckt euch mal Gold an, im umgekehrten Fall. Da ist es allerdings dann so rum aussehend. Nee, ist gelogen. Ist völlig gelogen. Auch Gold war in diese Richtung. Ach komm, jetzt gucken wir einmal ganz kurz den Ausflug, worauf ich hinaus will. Achtet auf diese Bewegung und dann etwas, was so aussieht. Und solche Marken, die neigen dazu, eine realistische Chance für einen Dreh zu geben. Ja, also hier in dem Umfeld auf irgendwelche Hinweise achten, hier, ob das ein Bornbar ist oder ob das eine Trendlinie oder äh, irgendeine Widerstand, Unterstützung hier vielleicht nochmal ist oder eine ehemalige Unterstützung, die zum Widerstand wird. Da im Nahkampfchart gucken, ob der Kurs schub und wackelig irgendwie was macht. <kühm> das ist etwas, was klassisch für die Umkehr ist. Und jetzt gucken wir auf Gold, damit wir es eingeordnet haben. Das ist das, was wir hier bisher hatten. So, also insofern auf Gold will ich jetzt in diesem Video nicht eingehen, aber nur, dass ihr das hier noch mal so halbwegs in Einklang bekommt. Jetzt gucken wir noch mal auf den S&P, einmal auf das große Bild nur noch mal zur Orientierung. Ich mache es auch bewusst groß, damit ihr sehen könnt. Das ist Wochenchart und ihr seht diese Lieblingsbox, die ich immer habe, was klassische Rücksetzerniveaus angeht, würde ohne Weiteres erlauben, dass der Kurs noch weiter runtergeht. Genau erklärt habe ich es am Wochenendvideo. Schaut es euch an im YouTube-Kanal und auch auf äh, Finanzmarktwelt.de ist das ja, äh, habe ich das gezeigt. Also da könnt ihr euch das nochmal angucken. Wir haben eine gute vorläufige Unterstützung aus mehreren Zwischentiefs. Und jetzt gucken wir mal, was der Markt gemacht hat. Ich mache mal alles geklärt hier wieder weg. Das ist also jetzt die große Offensive für die Käufer. Hm. Ich will jetzt noch nicht super schlecht reden. Es ist also bitte nicht jetzt den falschen Eindruck haben im Sinne von, das muss jetzt passieren. Man kann sich ernsthaft überlegen, ob man in so einem Umfeld shortet. Aber das ist nicht für jeden geeignet. Ich muss das kurz erklären. Wer im hier einfach shortet, weil er sagt, Mensch, das sieht korrektiv aus. Wir sind Oberseite Trennkanal. Wir sind hier mittendrin in unserem äh, Fibo-Bereich, wo diese Drehbewegungen ja sehr häufig vorkommen. 50er-Marke, sagen auch einige. Dann haben wir doch hier noch so ein bisschen Zwischentiefs. Also wir haben eigentlich eine gute Voraussetzung, dass der Kurs hier dreht. Kann ich da jetzt einfach shorten? Ja, kann man machen. Ich muss aber dazu was erklären. Und zwar sage ich das aus Händlersicht und nicht aus prophetischer Sicht im Sinne von der Kurs dreht jetzt. Das weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Als Händler kann ich das deshalb machen, wenn ich akzeptieren kann, dass, wenn es gut geht, ja eigentlich ungefähr das hier kommen sollte. Also zumindest nochmal diese Tiefs durchstoßen und wir irgendwo hier hin landen. Das heißt, die, die, die Fähigkeit ist jetzt hier nicht zu sagen, ich sage euch, ich prophezeie euch, der Kurs dreht jetzt hier. Ja, kann man machen, aber kann man auch sich ein Loch ins Knie bauen. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Aber das ist etwas, ich weiß es nicht, ob der Kurs hier dreht. Allerdings, wenn ich jetzt hier versuche, irgendwo eine Short-Position aufzubauen, habe ich diese Erwartung in etwa. Und ich habe eine relativ begrenzte Erwartung, was die Risikoseite angeht. Für die Hardcore-Trader unter euch beispielsweise letzte hochnehmen und sagen, wow, oder hier von mir aus so ein bisschen oberhalb hier. Oder von mir aus auch hier. Und das ist auch etwas, was wir als Händler verstehen müssen. Ja, wie jetzt? Ich kann da oder da, was ist denn jetzt besser? Ja, das kommt drauf an. Der Stop ist besser, was die Trefferquote angeht, weil er, wenn er noch ein bisschen hoch geht, das noch drin lässt, gibt mir aber ein schlechteres CRV. Ja, und dann ist mein CRV das hier. Dieser Stop hat ein deutlich besseres CRV. Ich habe nämlich nur so wenig Risiko und so viel Gewinn. Boy, da kann ich mit einem Trade richtig viel Geld verdienen, aber ich sage euch, der hat eine viel schlechtere Trefferquote, weil wenn der noch so ein klein bisschen überschießt, wo man dann sagt, na ja, das ist eine Rundungsdifferenz sozusagen, da ist er noch mal einmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, da holt er mich halt raus. Das ist unsere Aufgabe als Händler zu überlegen, kann ich mit dieser Lösung besser leben oder mit dieser Lösung besser leben? Beide sind allerdings grundsätzlich mal in Ordnung für einen Trade, wenn ich akzeptieren kann, dass meine Trefferquote mit Sicherheit deutlich unter 50-50 liegt. Aber selbst wenn sie 50-50 unterschreitet, habe ich doch, nehmen wir mal an, 40-60 gegen mich wohlgemerkt, also nur 40 Gewinn. Dann habe ich zu 40% diesen Gewinn und zu von mir aus 60% diesen Verlust. Naja, das kann ich durchaus, wenn ich das 10-mal trade, weiß ich definitiv, das Ergebnis wird positiv sein. Also. Wie gesagt, ich rede zu euch nicht als Prophet im Sinne von der dreht jetzt hier, aber es ist durchaus nicht unrealistisch, dass er es tut. Und wenn er es tatsächlich macht, haben wir ein relativ großes CRV hier auf der Seite. Ich persönlich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe ungern einfach mal so auf Verdacht-Short. Für mich ist häufig ein Indiz, dass ich dann sage: Mensch, wir sind hier im Vier-Stunden-Chart. Können wir nicht auf einer kleineren Zeitebene, zum Beispiel im 5-Minuten-, 15-Minuten-Stunden-Chart, was auch immer euch da beliebt, Irgendwas sehen, was einen Schub nach unten macht und dann wackelig nach oben geht. Theoretisch ist es doch das hier. Ja, aber der Punkt ist doch viel zu hoch. Wir erinnern uns, was hat er immer gesagt? Der Mann mit ohne Haare. Eine klassische Korrektur geht nicht mehr da drüber, sondern irgendwie so in diesem Bereich. Und wenn der Kurs dann hier jetzt nach oben rausgeht, ja, dann ist es das nicht mehr. Ja, also deshalb für mich, dass die 78.6er, das ist die letzte Verteidigungsmarke. Warum das Ganze? Weil die Wahrscheinlichkeiten dann deutlich schlechter werden, dass es nach unten geht. Und wenn die sowieso schon sagen, vielleicht ist 50-50 und jetzt wird es ja auch noch schlechter, nicht so gut. Die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich liegt sicherlich über 50%, aber wir müssen uns ja immer auf eine konkrete Stoppmarke festlegen. Und nehmen wir mal an, er hätte jetzt hier den Einstieg, er hat ja nicht getriggert, ist ja nichts falsch gelaufen, aber nehmen wir mal an, man hätte gesagt, oh, das ist doch hier ist hübsch. Und der Markt hätte mich hier getriggert und wäre dann aber noch mal einmal hoch und dann erst runter, hätte ich von der Idee her recht, wäre ja aber trotzdem hier oben ausgestoppt worden. Daran seht ihr also die Trefferquote der Idee ist unter Umständen viel höher als die der konkreten Umsetzung. Das ist übrigens etwas, was wir als Händler nie aus den Augen verlassen äh, lassen dürfen. Äh, wir können zwar gerne als Analyst hier zueinander reden, aber als Händler müssen wir das Ganze äh, eben in eine, naja. Messbare Form umwandeln, nämlich in einen Trade. So, jetzt wisst ihr ungefähr, worauf ich darauf achte. Ich halte den Rücksetzer für recht realistisch aus aktueller Sicht. Ich würde aber wahnsinnig gerne, tu uns doch mal den Gefallen, sowas hier sehen, gefolgt von irgendwie so etwas, damit wir dann, genauso wie ich das ganz häufig erzähle, ist also überhaupt nichts Neues, was ich euch hier erzähle, dann die Fortsetzung bekommen. Solange es eben nur wackelig nach unten geht, ja, muss ich nicht unbedingt auf der Shortseite mit dabei sein. Auch wenn wir in so einem Widerstand sind. Also versucht das ein wenig zu kombinieren. Das grundsätzliche Prinzip gilt beim NASDAQ natürlich auch noch. Der hat zumindest mal so andeutungsweise hier im hinteren Teil wenigstens ein wenig mehr Schub geleistet. Also da kann man zumindest mal sagen, naja, wenn man ein wenig freigebig ist, hat man fast schon den Eindruck, es ist was Positives. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn ich ehrlich bin, für eine klare, bullische Entscheidung ist mir das hier insgesamt, also nicht da, wo jetzt die Fallspitze hinzeigt, aber insgesamt einfach zu viel Gegurke. Ich halte auch hier diese Variante für absolut nicht unrealistisch. Aber wie gesagt, lasst euch für Intraday-Trades das zeigen auf dieser Ebene und für die lang, long, also länger orientierten unter euch, ich weiß, es gibt die Angst, etwas zu verpassen. Aber es gibt so viele tolle Gelegenheiten. Und wenn ihr die eine verpasst, nehmt ihr halt die nächste mit. Bitte tut euch das nicht an. Und wenn, dann geht eben auf den Zwischenhochs rein und nicht an der Oberseite, da wo der Markt äh, äh, quasi in der Nähe einer Widerstandsmarke ist. Ich habe es ja erklärt, wie sie zustande kommt. Also bitte dann auf den Zwischenhochs. Dann kann man ja reingehen. Wenn man dann falsch liegt, hat man zumindest mal diese Strecke nochmal als Backup, bis man dann. Wieder ins Minus kommt. Also wer hier an der Stelle long ist, weil er sagt, hier irgendwie ein Zwischenhoch hier in der Abwärtsbewegung, hier, die wir da haben, und sagt, ich gehe hier long. Ja, gut, da bin ich nicht grundsätzlich dagegen. Ihr kennt das, das ist ja das Prinzip schnelle Bewegung, Gegenbewegung und so weiter. Das ist ja alles safe, aber dann habt ihr selbst in dieser Widerstandszone, die wir da oben haben, ein bisschen Backup, bis dann der Stop greifen muss. Das heißt, ihr habt entweder ein Plus-Minus-Null-Trade oder genügend Sicherheitspuffer, dass der Trade nicht mehr zumindest schlimm negativ wird. So, dieses Video will ich nicht jetzt länger werden lassen, sonst zieht sich das mal über Stunden. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und natürlich viel Erfolg an den Märkten.